Ich grüße euch und frage euch, was wissen wir über Hellsehen und Wahrsagen? Man hört und liest sehr viel darüber. Aber was wissen wir tatsächlich darüber? Ich werde versuchen, es euch zu erklären. Bereits seit Tausenden von Jahren ist das Hellsehen bekannt. Dies entsprang einem sehr alten Wunsch, in große, ja weite Dimensionen zu blicken, um dann das zu erfahren, was wir mit unseren Sinnesorganen herausfinden können. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die hell sehen können, aber auch von jenen, die es glauben und nicht können. Nicht wirklich. Hellsehen ist eine außergewöhnliche und außersinnliche Begabung. Nur bestimmte Menschen werden dazu auserwählt. Diese Auserwählten können Situationen des Lebens von einzelnen Menschen erkennen. Es ist ein Blick in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Einige arbeiten mit Hilfsmitteln als Unterstützung und wiederum andere ohne Hilfsmittel. Es gibt unterschiedliche Hilfsmittel, mit denen man arbeiten könnte, zum Beispiel verschiedene Kartendecks oder eine Kristallkugel, Runen oder Pendel, wie auch einiges mehr. Anhand unterschiedlicher Symbole werden nach Ereignissen der Zukunft gefragt und Voraussagungen mitgeteilt. Hellsichtige, die ohne Hilfsmittel arbeiten, sind die Menschen, die mit höheren Wesen, beispielsweise mit den Engeln, verbunden sind und deren Weisungen weitergeben. Dies basiert im Einklang höherer Mächte. Es sind Voraussagen einiger Visionen und eigener Spiritualität. Hellsehen und Wahrsagen stehen in alter Tradition und sind so alt wie die Menschheit selbst. Bereits im Orient wurde der hohe Wert des Hellsehens erkannt. Die Herrscher dieser Zeit haben sich darauf verlassen, was ihnen von Wahrsagern prophezeit wurde. Da waren die Orakel im Besonderen weit verbreitet, wie in mehreren Sagen und Legenden nachzulesen ist. Damals wollte man aber keinen Blick in die Zukunft, sondern die Meinung der Götter hören, in militärischen und politischen Themen dieses erfahren. Richtig betrachtet sind Hellsehen und Wahrsagen die Oberbegriffe verschiedener Verfahren, um in andere Weise Einblicke in Unbekanntes zu gewinnen. Hellsichtige Menschen sind spirituell. Und speziell auf die Spiritualität werde ich beim nächsten Mal eingehen. Hört euch den zweiten Teil unbedingt an. Bis dahin, lichtvolle Grüße, eure Deria.